Willkommen zurück. Eine neue Folge Hearthstone im Söldnermodus. Und wie in der letzten Folge versprochen, setzen wir direkt wieder am gleichen Boss an. Zirkusdirektor Wadley, diesmal im heroischen Modus. Ich habe die Gruppe ein bisschen umgestellt. Und zwar habe ich anstatt Funkelchen als Heiler, habe ich jetzt noch Antonidas mit reingenommen, um noch mehr Feuerschaden zu machen. Antonidas setzt auch nochmal die Feuerballsalve ein, das heißt, da wird nochmal zusätzlich Feuerbälle verschossen, wenn wir eine Feuerfähigkeit machen. Ja, und er macht Feuerschaden plus 3, er macht sowieso Feuerfähigkeiten, Chi-Chi auch, sie heilt auch noch mehr. Und unsere obere Gruppe hat Kreis der Heilung, die Unterwerfung und Windzorn. Ich denke, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren, dass wir hier den Boss direkt umhauen. Von der letzten Folge wissen wir noch, er beschwört immer mal neue Begleiter. Und die Begleiter haben hier ganz schön viele Lebenspunkte jetzt. Trotzdem... Moment. Das ist jetzt so die Frage. Macht es hier vielleicht sogar mehr Sinn, mit der Unterwerfung von Xyrella reinzugehen? Um die die Angriffspunkte von denen ein bisschen runterzuhauen. Aber an sich haben die, glaube ich, nicht angegriffen, ne? Ne, der hat angegriffen. Komm, wir gehen mit unserem Feuerteam rein. Wir gehen mit dem Feuerteam rein. So, okay. Was macht der? Der macht Naturdamage. Einem Charakter jeden Typ ist 9-9, fügt allen Charakteren, die nicht 9-9. Das verstehe ich noch nicht so richtig. Wer wird denn nicht 9-9 eines jeden Types? Aber wahrscheinlich, weil wir hier drei unterschiedliche Typen haben, funktioniert das auch. Und er hat hier Typ alle, ist das. Okay. Erhält plus 11 Leben, tauscht die Rollen. Gut, wir wollen den als erstes bezwingen. Also hauen wir ihn weg. Das war's. Mal sehen, was die Feuerbälle treffen. Alles klar. Okay. Und nun zu meinem nächsten Trick. Jetzt kriegt er jeden plus 9 plus 9. Das ist okay. Und 10 Naturdamage ist auch okay. Gut, er verursacht immer mehr Naturdamage. Der ruft seine Söldner. Ich würde vorschlagen, wir versuchen, ihn jetzt hier richtig runter zu fokussen. Was ist das? Setzt Feuer gegen einen zufälligen. Wird wiederholt für jede Feuerfähigkeit. Feuerball Rang 3. Das ist jetzt nicht so viel. Da machen wir lieber unseren Flammenstoß. Das war's. Mal sehen, wie weit wir ihn runter bekommen. Es kommt drauf an, ob die Feuerbälle hier treffen. Ja, und die treffen ohne Probleme. Das heißt, der geht jetzt schon down. Und der einzige, der noch lebt, ist dieser Tank hier. Der wird jetzt aber nichts großartig mehr machen können. Besonders nicht, weil er halt nur magisch angreift. Ja, und so schnell kann es gehen, ne? Also der Boss, wirklich, wenn ihr ein magisches Team habt, überhaupt kein Problem, könnt ihr sofort weghauen. Nehmt am besten so eine Combo, die sich gegenseitig bufft im magischen Bereich und dann stellt der Boss überhaupt kein Problem dar. Und damit... Oh, Ysera hat ein neues Bild irgendwie, ne? Oder haben wir die noch gar nicht? Das kann natürlich auch sein. Wir werden dann am Ende auf jeden Fall nochmal gucken, welche neuen Söldner wir denn so erhalten können. Ja, damit der erste heroische Boss Geschichte. Und in der nächsten Folge widmen wir uns dem Kopfgeld Dunkelmondseher Seige. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir weiter auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt unser Unwesen treiben werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.